vor 100 Jahren, am 6. April 1917, das übermorgen vor 100 Jahren, wurde die USPD gebildet, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Das war faktisch dann die Vollendung der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung. Das war ein wichtiger Einschnitt in der deutschen Geschichte und auch in der internationalen Geschichte. Also die Zusammenhänge sind auch offenkundig mit 1917 Russland. Also das gab noch den letzten Rest, dieses Beispiel in Russland. Wenige Wochen zuvor, Februarrevolution, da hatte praktisch die russische Arbeiterklasse den Zaren gestürzt und in Russland herrschte Doppelherrschaft. Das war so ein Lichtblick nach langen Kriegsjahren. Dieser Kongress fand statt an Ostern 1917 in Gotha, also Gotha in Thüringen. Und das hat auch eine lange Vorgeschichte. Jetzt will ich erstmal nicht einfach sagen, was auf dem Kongress los war, wer Vorsitzender wurde, wie viele Delegierte da waren. Dazu ist relativ uninteressant, sondern erstmal ausholen die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Und die spielt auch in Thüringen eine Rolle. Wenn man von hier nach Thüringen fährt mit dem Auto, da kommt man so durch Städte, die sind sehr geschichtsträchtig. Da kommt man erstmal an Eisenach vorbei. In Eisenach fand 1869. AG nach Berlin zur LD. Ja, genau. Eisenach 1869 war der Gründungsparteitag der sogenannten Eisenacher, also des marxistischen Flügels der deutschen Arbeiterbewegung. Damals der junge Wilhelm Liebknecht und der junge August Bebel. Und die standen damals auch eng in Kontakt mit Marx und Engels im Exil. Praktisch, das waren die Marxisten. Die haben sich 1869 in Eisenach praktisch organisiert. Und 1875 in Gotha, also 25 Kilometer weiter, fand dann der Vereinigungskongress statt der beiden Gründungsparteien der deutschen Sozialdemokratie. Neben den Eisenachern war es die Lassalleaner, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, unter Führung von Lassalle. Lassalle war aber relativ früh gestorben. Die waren, wenn man so will, in gewisser Weise gemäßigter, reformistischer, aber es war ein Bestreben dann nach Einheit und nach Zusammenschluss. Marx und Engels haben das Gotha-Programm auch durchaus kritisiert, aber haben gesagt, wenn man sich zusammenschließt, dann haben wir bessere Chancen, mehr Kontakte zu finden, mehr Zuhörerschaft für unsere, wir haben nicht gesagt marxistischen Ideen, aber im Grund für Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus. Die Rechnung ging auch auf, denn 1891 bei dem Erfurter Programm, also nochmal 25 Kilometer östlich an der A4 Erfurt, die heutige Landeshauptstadt Thüringens, Erfurt war der Parteitag der Sozialdemokratie. Damals war Karl Marx schon gestorben, aber Friedrich Engels hat noch gelebt, hat es aus der Ferne verfolgt, indem sich die Sozialdemokratie in Worten zum Marxismus bekannte. Das Erfurter Programm beschreibt also viele unmittelbare Tagesforderungen und dann ist ein Bruch und dann kommt ein zweiter Teil, der beschreibt den Sozialismus. Das also war durchaus ein Bekenntnis zum Sozialismus, zur Revolution, zur klassenlosen Gesellschaft. Aber was damals schon Engels auffiel und später auch anderen revolutionären Marxisten, im Erfurter Programm, dieses Bekenntnis zum Marxismus war ein bisschen trocken und war nicht lebendig. Also man ging mehr oder weniger davon aus, der Sozialismus würde mit naturgeschichtlicher Notwendigkeit kommen. Und man muss nicht sich darauf vorbereiten, auf Revolution, sondern die haben halt nachgewiesen mit der marxistischen Methode, dass der Kapitalismus in die Krise stürzt, dass der Kapitalismus immer mehr seine Totengräber schafft und dass irgendwann der Sieg des Sozialismus zwangsläufig unvermeidlich wäre. Das war Erfurt. Und ein paar Kilometer weiter liegt dann Weimar und wir wissen ja, was dann Weimar los war. Später Weimarer Republik war dann praktisch der Todesstoß für die Revolution 1919. Aber jetzt abgesehen von diesen geografischen Besonderheiten, denke ich, ist wichtig zu verstehen, die alte Sozialdemokratie bekannte sich mehrheitlich zum Marxismus, hat auch
durchaus die Schriften von Marx und Engels aufgelegt, hat auch in dem Sinn Schulung betrieben, hat dann auch Leute gehabt nach dem Tod von Engels, der ja mit 75 Jahren gestorben ist im Jahr 1895, hat dann aber so Engels Schüler gehabt wie Bernstein und Kautsky. Und Kautsky war durchaus lange Zeit auch wirklich, er kannte seinen Marx und seinen Engels. Wir haben ja auch nicht ohne Grund das eine Buch aufgelegt, Ursprung des Christentums von Kautsky. Also er hat durchaus in seinen jungen Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet, auch zur ideologischen Schulung der Parteikader. Aber dann gab es schon um die Jahrhundertwende praktisch die Herausbildung von drei verschiedenen Flügeln. Also der Revisionismus in Form von Eduard Bernstein, der alles Revolutionäre am Marxismus versuchte zu relativieren und über Bord zu werfen. Und gegen ihn hat sich dann eine radikale linke Strömung herausgebildet unter Führung, zur geistiger Führung, die waren nicht gut organisiert, aber unter Führung von Rosa Luxemburg. Das kommt ja jetzt ja demnächst raus, die Schrift Sozialreform oder Revolution. Das waren die beiden Pole innerhalb der Partei, aber das marxistische Zentrum war weiterhin tonangebend. Das war praktisch August Bebel als der Vorsitzende und Karl Kautsky als der Ideengeber, der Chefideologe der Partei. Man muss sagen, das waren drei Flügel, die sich mehr oder weniger schon klar eine Identität haben, drei verschiedene Richtungen, aber es war natürlich für niemand absehbar, dass aus drei verschiedenen Richtungen später drei politische Parteien, verfeindete politische Parteien werden würden, bis halt erst durch die Revolution kam. Man muss auch sehen, wenn man immer zurückblickt und liest, die Masse der Parteimitglieder hat sich nicht viel damit befasst, jetzt theoretische Debatten zu führen. Also muss man auch sehen, Masse der Arbeiter war auch ganz konkreten Zwängen ausgesetzt. Die Sozialdemokratie wurde immer stärker, die Gewerkschaften wuchsen und so. Aber ich würde trotzdem sagen, in gewisser Weise war die Schulung der durchschnittlichen Parteimitglieder besser, als wir es heute haben. In der Linken und geschweige denn in der SPD. Aber auch in der Linken oder in Parteien, die sich irgendwie auf diese Tradition berufen. Die Partei hatte 90 Tageszeitungen. Das heißt, die haben da praktisch auch, die Mitglieder haben die eigene Presse gelesen. Das gibt's heute auch nicht mehr. Also wenn man überlegt, Niedergang auch der Parteipresse und der Gewerkschaftspresse in den letzten 100 Jahren. Die haben Schulungen gemacht, die haben das Kommunistische Manifest verbreitet und viel anderes. Jedenfalls, das war halt die Ausgangsposition zu Beginn des Jahrhunderts. Und natürlich wurden die Debatten zwischen den drei verschiedenen Flügeln auch angefacht durch konkrete Umstände. Also es war klar, dass die Welt auf einen großen Krieg zusteuert. Es gab ja schon vorher Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen. Da lest mal nach die Marokko-Krise und Kolonialismus war ein Thema. Zum Beispiel auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart haben sie über Kolonialismus geredet. Man denkt, das ist ja eine sehr aktuelle Diskussion. Der rechte Flügel hat gemeint, Kolonialismus kann gut sein, um diesen barbarischen Völkern in Afrika die Zivilisation näher zu bringen. Also so richtig chauvinistischer Ansatz war schon verbreitet. Frage über Wahlrecht, über Einbürgerung, Staatsbürger, gleiche Staatsbürgerrechte für Migranten. Hochaktuelle Debatten aus heutiger Sicht wurden damals schon geführt, weil natürlich damals auch schon starke Migration war von Arbeitskräften. Also speziell in Deutschland. Die Italiener hat man für Eisenbahnbau geholt, die Polen für den Bergbau im Ruhrgebiet und so. Also immer hohe Migration und damit einhergehend auch immer Frage von Rassismus und Gleichberechtigung. Aber bei all diesen Kongressen, damals waren zum Beispiel also der rechte Flügel bis hin zu Lenin und Trotzki, also später Bolschewismus, die waren alle bei einem Kongress, das war noch alles noch eine internationale. Aber in den Debatten zeichnet es sich schon ab, dass es Bruchstellen gibt. Aber 1907, 1910, 12 und 14 haben die große Mehrheit dieser Kongresse immer gesagt, wir sind gegen Krieg
Und wir sind für einen Sturz des Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus wagen würde, die Welt in den Weltkrieg zu stürzen, werden wir in den Kapitalismus das nutzen, um den Kapitalismus zu stürzen. Das waren die Worte. Aber in Wirklichkeit, das, was Rosa Luxemburg sehr gut entdeckte, die Rosa Luxemburg hat es mal 1907 geschrieben, diese eine Schrift Massenstreik Partei und Gewerkschaften im Auftrag der SPD in Hamburg-Altona. So eine Broschüre geschrieben und hat den verkommenen bürokratischen Charakter der Gewerkschaftsbürokraten sehr, sehr gut beschrieben. Das ist auch eine sehr aktuelle Schrift. Und das heißt, es waren Aufschwungsjahre, es gab steigenden Lebensstandard, die Organisationen wurden immer stärker und haben Apparate herausgebildet. Und da haben sich dann immer mehr Funktionäre herausgebildet, die eigentlich Apparatschicks wurden. Also das sind Leute groß geworden, wie Friedrich Ebert, Gustav Noske, Philipp Scheidemann, Wolfgang Heine, die praktisch alle so Aufsteigertypen waren, aus der Arbeiterklasse aufgestiegen, im Apparat, die ein bisschen gute Kassierer oder gute sonst was waren, aber Apparatschicks, keine politischen Kader, Apparatschicks, die immer so ein bisschen kungeln konnten, die dann später auch eine entscheidende Rolle spielen sollten. Bebel war der große alte Mann, der den Laden zusammengehalten hat, ist dann im hohen Alter 1913 gestorben. Und Franz Mehring, auch eine Institution, war damals auch schon ziemlich alt, schon weit über 70. Und so hat dann immer mehr der Opportunismus praktisch sich ausgebreitet. Und im Zusammenhang mit dem Parlamentarismus, weil natürlich, wenn man im Parlament sitzt und das als Nabel der Welt sieht, ist man anfällig für Korruption und für Anpassung und Bestechlichkeit. Das war aber in Reichstag und in Preußen noch nicht so stark, weil da immer noch die Sozialdemokratie als vaterlandslose Gesellen verschrien waren. Also der Gegensatz, der immer noch herrührte aus dieser Verfolgung im Sozialistengesetz 1878 bis 90, der Gegensatz zu Bismarck und zum preußischen Staat. Aber in Süddeutschland, in süddeutschen Landtagen war das alles ein bisschen liberaler und da hat die SPD zum Teil, ich glaube in Baden, in Bayern und so zum Teil auch schon mit den Liberalen zusammen für Budgets gestimmt und das galt dann für den Mainstream in der Partei als Sünde, mit den Bürgerlichen zusammen praktisch irgendwie gemeinsame Sache zu machen in Parlamenten. Es gab dann aber auch andere hervorragende Figuren wie Karl Liebknecht, der Sohn von Wilhelm Liebknecht, der war so Mitbegründer der Jugendorganisation 1907. Dann gab es die Frauenorganisation mit jemand wie Clara Zetkin, die auch später in der USPD war. Und 1912 war praktisch der Gipfel der Vorkriegs-SPD, stärkste Partei im Deutschen Reichstag mit 34%. Also mal überlegt, besseres Ergebnis als jetzt seit Jahrzehnten. Und ob sie diesmal 34% kriegen, ist wirklich also absolut fraglich immer noch. Gut, das alles, was sie sich geschworen hatten, zählte nicht mehr im August 1918, als der Krieg ausbrach. Vorher war die Parole immer von Bebel, haben sie alle zitiert, runtergebetet, diesem System keinen Mann und keinen Groschen. Und im August 1914, dann bei Ausbruch des Weltkriegs, bei der massiven Propaganda, patriotischen Propaganda, hieß es dann, in der Stunde der Gefahr lassen auch Sozialdemokraten das Vaterland nicht im Stich. Das machten alle Sozialdemokraten, bis auf zwei Ausnahmen, die russischen, die Bolschewiki später und die serbischen Sozialdemokraten, die in ihrem Land sich weigerten, mit ihren Parlamentariern, die sie hatten, für den Krieg zu stimmen, der jeweiligen herrschenden Klasse. Aber sonst alle sind umgefallen. Hier praktisch 4. August 1914 im Reichstag, als der Kaiser sagte, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Es herrschte Krieg, es herrschte Besatzungszustand mit Kriegsrecht. Die Gewerkschaftsbürokratie hatte schon zuvor praktisch so eine Art Burgfrieden abgeschlossen mit den Arbeitgeberverbänden, die waren da die Vorreiter. Hat gesagt, für die Dauer des Krieges verzichten wir auf Arbeitskämpfe. Das heißt, alle Streiks, die dann stattfanden, waren quasi illegal.
Und da hat man dann systematisch auch begonnen, dann die Gewerkschaftsbürokratie in Verwaltungsräte mit einzubeziehen. Verwaltungsräte von Arbeitsämtern, Arbeitsgerichte und sowas. Also das heißt, diese ganze Mitbestimmungssoße hatte da auch letzten Endes ihren Ursprung. Und das heißt, die waren dann die Sheriffs der herrschenden Klasse innerhalb der Arbeiterbewegung. Und auf der parlamentarischen Ebene hat die Reichstagsfraktion der SPD dann beraten am 3. August. Und da waren 14 Abgeordnete von weit über 100, die gesagt haben, wir sind gegen den Krieg. Aber aus Loyalität, was so tief verwurzelt war, wir müssen noch zusammenhalten. Wir können nicht irgendwie die Partei spalten. Keiner wollte spalten. Aus Loyalität haben die 14 Kriegsgegner dann sich der Mehrheit untergeordnet und die Fraktion einmütig dann hat für den Krieg gestimmt. Auch Karl Liebknecht in der ersten Abstimmung. Karl Liebknecht, später Begründer der KPD, hat auch aus Loyalität für die Kriegskredite gestimmt. Aber Liebknecht hat dann sofort gesagt, das werde ich nie wieder tun und hat sofort begonnen, so ist rumgereist im ganzen Land und hat versucht, die oppositionellen Untergliederungen der Sozialdemokratie zu besuchen und irgendwie dann Gegenpol aufzubauen. Dafür musste er dann beim Vorstand vortanzen und hat sich eine Abreibung dafür eingehandelt, aber er blieb natürlich sich treu. Parteitage wurden verschoben in Kriegszeiten und Liebknecht war dann am 3. Dezember 1914 bei der zweiten Abstimmung über die Kriegskredite der einzige Abgeordnete, der dagegen war. 10 Abgeordnete wollten eigentlich auch dagegen stimmen, aber haben aus Loyalität dann trotzdem nochmal dafür gestimmt. Aber die Stimmung war natürlich kaputt in der SPD-Reichstagsfraktion und im SPD-Apparat. Und später hat sich dann aber die Front der Kriegsgegner entwickelt. Im Dezember 1915 waren dann schon 20 Abgeordnete in der SPD-Fraktion, die offen Nein gestimmt haben. Das heißt, die Spaltung war schon ein Fakt, war schon offiziell im Gang. Man muss sehen, am Anfang haben ja diese Herrensöhnchen alle gesagt, wir fahren jetzt mal, machen Ausflug nach Paris und dann kommen wir an Weihnachten wieder und dann haben wir einen Krieg gewonnen. Und es wurde dann 1915 ein Stellungskrieg, also in diesen Schützengräben da, Deutschland, Frankreich und so schrecklich. Es war ein Annexionskrieg. Es war kein Verteidigungskrieg Deutschlands gegen jetzt den bösen Feind, sondern war ein Annexionskrieg. Und vor dem Hintergrund nahm dann auch die Unzufriedenheit immer mehr zu. Am 1. Januar 1916 hat sich der radikale Flügel als Spartakusbund praktisch konstituiert. Man muss sehen, Kriegsrecht bedeutete, dass auch prominente Kriegsgegner in sogenannte Schutzhaft genommen wurden. Also Mehring, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit, weit über 70, Rosa Luxemburg, Käthe Dunker und viele andere Anhänger des Spartakusbundes einfach ins Gefängnis genommen zum Beifall im Grund des rechten Parteiflügels. Denen war das ganz recht. Also, dass man ihre innerparteilichen Gegner einfach schachmatt gesetzt hat. Die Kluft innerhalb der Reichstagsfraktion war dann immer größer. Im März 1916 wurden die linken Zentristen, also vielleicht aus der Reichstagsfraktion ausgeschlossen. Vielleicht nochmal Zentristen. Was meinen wir mit Zentristen? Also in der alten Sozialdemokratie, habe ich ja gesagt, gab es die drei Flügel, die radikale Linke, der rechte Flügel, die Revisionisten und dazwischen das Zentrum, die Zentristen. Mit Zentrismus, wenn wir den Begriff Zentrismus verwenden, meinen wir immer eine Strömung, die irgendwo zwischen revolutionärem Marxismus und Reformismus hin und her schwankt. Und die alte Sozialdemokratie, Bebel und Kautsky und so, das waren so klassische Zentristen. Die können mordsrevolutionäre Töne von sich geben, aber wenn es dann irgendwie praktisch wird, dann kneifen sie. Das ist immer das Problem bei Zentristen. Zentristen
sind instabil. Zentrismus ist was Instabiles. Zentrismus kann sich nicht über Jahrzehnte halten. Also Zentrismus kann ein Ausdruck sein der Bewegung von Reformismus zur Revolution, kann aber auch Ausdruck der Bewegung von Revolution zurück zum Reformismus sein, wie wir später auch noch sehen werden bei der Entwicklung der USPD. Jede Massenpartei, die was vergeben hat, lockt immer Karrieristen, Opportunisten an. Aber es gibt durchaus auch ehrliche Leute, die sich entwickeln. Also nicht jeder, der irgendwo in einer Führungsposition ist, per se ein geborener Karrierist oder Opportunist. Also es gibt Leute wie Chavez in Venezuela, von dem würde ich sagen, der hat sich vom Reformismus Richtung Marxismus entwickelt, aber ist zu früh gestorben, um dann letzten Endes auch noch zu zeigen, was er vielleicht noch anders gemacht hätte als sein Nachfolger. Aber oder manche dieser USPD-Führer, würde ich sagen, waren durchaus ehrliche Kämpfer, ehrliche Sozialisten, aber hatten keine Idee, wie ich noch drauf zu sprechen kommen werde, keine Idee, irgendwie, dass sie ein, zwei Jahre später mitten in einer Revolution stehen würden, wo es um alles oder nichts geht. Jedenfalls, der SPD-Vorstand hat praktisch rigoros, das waren dann Leute wie Friedrich Ebert, den sie ja alle so hochleben lassen. Und es gibt ja heute auch die SPD-Stiftung, wie heißt er, Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrich Ebert und andere haben praktisch von der Zentrale aus eine Säuberung durchgezogen. Also die Parteipresse, die Partei hatte 90 Tageszeitungen. Und wo immer die rechtlichen Zugriff hatten, haben sie missliebige Redakteure entlassen von diesen Lokalblättern. Nur in einzelnen Fällen hat dann praktisch die Opposition die Blätter übernommen und weitergeführt. Aber es gab überall parteieigene Blätter, praktisch in jeder größeren Stadt. Es hat sich dann als Reaktion auf diese Säuberung, auf diesen Ausschluss, eine sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft gebildet mit 18 Reichstagsabgeordneten, und führender Kopf war Hugo Haase. Das Verhältnis war also absolut zerrüttet. Zwei Fraktionen im Reichstag, noch nicht die Spaltung der Partei, aber die Spaltung der Fraktion. Der Winter 16/17 war besonders hart, sogenannter Kohlrübenwinter. Also haben die Leute sich von Kohlrüben ernährt und so. Die Versorgungslage war verzweifelt. Und vor dem Hintergrund, ich habe hier irgendwo auch Statistiken, also es gab eine Radikalisierung dann auch in den Betrieben, zum Beispiel Streiks. Also es war ja Burgfrieden, Streiks waren illegal. Im August 14 waren 0 Streiks, im Herbst 14 waren 24 Streiks, im Jahr 1915 141 Streiks mit 12.800 Beteiligten, 1916 schon 240 Streiks mit 124.000 Beteiligten. Also Unruhe. Illegal streiken setzt ja einiges voraus, aber das zeigt, was sich für eine Radikalisierung nicht nur unter den Soldaten an der Front, sondern eben vor allem in den Betrieben abgespielt hat. Man hat ja auch viele Frauen dann in die Betriebe rekrutiert, weil die jungen Männer alle im Krieg waren und so. Und das hat dann auch die Frauen politisiert und radikalisiert. Also die Streiks waren auch ein Ausdruck des sinkenden Lebensstandards, weil die Preise sprunghaft anstiegen. Es gab eine galoppierende Inflation, die einherging mit dem Krieg. Also ich habe hier das Niveau Lebenshaltungskosten im Jahr 1900 gleich 100, 1915 168, 1916 221 und 1917 329 Punkte. Also im Grunde, aber man durfte ja offiziell nicht streiken um höhere Löhne und so. Insofern absolut Hunger und Verzweiflung zu Hause. Und vor dem Hintergrund hat dann Haase und Ledebauer, also Hugo Haase und Georg Ledebauer, haben dann als Sprecher dieser abgespaltenen Fraktion oder der ausgeschlossenen Fraktion im Reichstag eine Konferenz einberufen. Die wollten mit der Opposition mal beraten, mit ihren Anhängern in reichsweit, was zu tun wäre. Das haben sie im Januar einberufen für Ostern 1917 nach Gotha. Und dann kam dann sofort der Parteivorstand der SPD und hat gesagt, das ist die Sonderorganisation, das ist die Spaltung. Wir müssen jetzt hart durchgreifen gegen die Parteizerstörer. Also im Grunde wurde diese Spaltung nicht längerfristig geplant,
sondern wurde überstürzt dann auch durch den bürokratischen Apparat, der einfach es nicht mehr dulden konnte, dass ihm widersprochen wird. Das heißt, die Spaltung wurde von oben her vollzogen, ging einher mit staatlicher Repression, und so kam es dann Ostern 1917 zu dem Reichstreffen erstmal der Arbeitsgemeinschaft. Und Gotha war genau der Ort, ja, wie ich schon erwähnte, wo 42 Jahre zuvor die Partei sich praktisch verschmolzen hatte. Es war auch symbolische Bedeutung. Da wird quasi wieder Spaltung vollzogen. Aber viele, die angereist sind, waren sich nicht im Klaren darüber, was sie erwarten würde. Also wenn man auch guckt, wer war alles vertreten in Gotha vor 100 Jahren? Eduard Bernstein war da. Ja. Also ausgerechnet der Bernstein, der Führer des rechten, der ideologische Vordenker des rechten Flügels, war auch da, war auch gegen den Krieg. Er war gegen den Krieg, aber sonst auch nichts. Aber er war gegen den Krieg, weil er sagte, Annexionskrieg können wir nicht mehr unterstützen. Verteidigungskrieg, ja, aber nicht einen aggressiven Eroberungskrieg. Er war gegen den Krieg und insofern kam er in Konflikt mit der SPD-Bürokratie. Karl Kautsky war da. Ich glaube, Bernstein war ja auch Reichstagsabgeordneter, wenn ich das richtig zusammenbringe. Kautsky war da, der Sprecher, der ideologische Sprecher des Zentrums. Und Kautsky und Bernstein wollten eigentlich keine Partei neu gründen. Denen war das immer noch heilig, also diese SPD zusammenzuhalten. Aber Kautsky und ganz viele halt Zentristen waren da. Und es war auch da der Spartakusbund, also die radikale Linke. Wenn man so will, auch unsere Tradition, Liebknecht Luxemburg, Mehring, Meyer, alle möglichen, die dann später auch in die KPD übergingen, die waren auch da. Und die haben natürlich auch scharfe Kritik am Zentrismus geübt, aber die haben so eine Art Entrismus in der USPD gemacht. Also später, die KPD hat sich ja erst später gegründet. Und das war, denke ich, rückblickend war das sinnvoll. Nur die Bremer Linksradikalen wollten nicht in diese USPD rein, die blieben dann raus. Also da gab es auch so linksradikale Strömungen. Aber trotzdem, Spartakus hat in der USPD praktisch mitgearbeitet. Und es war natürlich, es waren eine Vielfalt von Meinungen da, aber was sie zusammengehalten hat, war erstmal natürlich die Ablehnung des Krieges, wenn es auch unterschiedliche Ideen gab, was man gegen den Krieg machen sollte. Die Revolutionär-Marxisten haben eben gesagt, Krieg ist Zeichen der tiefen Krise des Kapitalismus, erfordert den Sturz des Kapitalismus. Und die Zentristen und Reformisten haben einfach nur gemeint, wir brauchen Schiedsgerichte, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Parlamentarismus und so. Da war schon eine große Bandbreite. Aber die Gegnerschaft und das Ausgeschlossensein aus der SPD hielt mal den ganzen Laden zusammen. Die Mehrheit in der neuen USPD, die hatten einfach die Vorstellung, das haben sie auch irgendwo gesagt, so, jetzt haben wir endlich die alte Sozialdemokratie wiederhergestellt. Also für die war alles in Ordnung bis 1914, dann kommt das dunkle Kapitel und durch diesen Bruch haben sie endlich mal die alte Erfurter Sozialdemokratie. Also die Vision des Erfurter Programms haben sie praktisch wiederhergestellt und hochleben lassen. In Organisationsfragen wollte man auf keinen Fall so was Bürokratisiertes wieder haben wie die alte SPD. Drum war man in Organisationsfragen sehr liberal und legte Wert auf Autonomie der unteren Basisgliederungen. Und auch der Spartakusbund war im Grunde gegen eine feste, straffe Organisation. Das sollte sich später auch als riesiges Problem erweisen. Weil die praktisch, also Rosa Luxemburg meinte, das ganze Organisationsprinzip von Lenin und so taugt nichts, hat es ja auch zeitweilig kritisiert. Was auch noch aber interessant ist, wie hoch die USPD gewachsen ist. Also erstmal, es gab immer wieder in den letzten 100 Jahren Leute, die gesagt haben, wir brauchen eine USPD oder mal Ansätze, sowas wie die USPD zu bilden, aber es ist alles gescheitert. Natürlich. Eine neue Massenpartei, wenn die entstehen soll und wenn die nicht nur eine Randgruppe sein soll, dann braucht sie erstmal
eine günstige objektive Situation, da braucht sie Fleisch und Blut. Und die objektive Situation war da durch die Krise des Kapitalismus ausgedrückt, durch den Krieg und durch die Radikalisierung der Arbeiterklasse. Das drückte sich darin aus, dass ganze SPD-Bezirke nahezu komplett zur USPD übergetreten sind. Also beispielsweise die USPD hatte innerhalb weniger Wochen dann 120.000 Mitglieder nach ihrer Gründung. Und so einen starken Aufstieg, also es gibt wenig Beispiele in der Geschichte, wo eine Organisation so rasch praktisch wächst. In Leipzig, nach einer Beschreibung, sind von 30.500 Mitgliedern im Bezirk Leipzig, also Leipzig und Umgebung, es war damals auch schon ein wichtiges Industriegebiet in Hochburg, von 30.500 Mitgliedern blieben nur 32 bei der SPD. In Remscheid, also Remscheid, die Gegend Remscheid, Wuppertal, Solingen, Düsseldorf und so, südlich vom Ruhrgebiet, auch alte Industriegegend, da ging die komplette SPD in die USPD über. Und die SPD hat sich dort erst wieder im Dezember 1918 neu gegründet. Also das war schon ein Riesenzug. Und da haben sie auch das SPD-Blatt mitgenommen und als USPD-Blatt, als Tageszeitung, weitergeführt. An diesen beiden Beispielen sieht man, es gab ja damals innerhalb der Gewerkschaften starke kämpferische Strömungen und ein hohes Maß an Organisation in der Facharbeiterschaft. Und wo die da waren und wo da linke revolutionäre Kräfte führend waren im gewerkschaftlichen Funktionärskörper als Opposition gegen die rechte Bürokratie, war auch der Zusammenhalt so stark, dass da, wenn dann ein paar führende Köpfe gesagt haben, wir gehen zur USPD, dass da alle mit sind. Also nicht jeder, der mit ist, hat das jetzt alles so in der vollen Tragweite übersehen, aber Zusammenhalt und Disziplin war da. Und das waren dann später auch die Hochburgen der KPD. Und klar, also dieser Aufschwung, dieser Klassenkampf und dass sie entstanden sind aus der SPD heraus, also das zeigt auch, neue revolutionäre Parteien entstehen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern sie müssen aus Bewegungen hervorgehen oder aus alten Parteien, wenn die alten Parteien auf die Probe gestellt werden und Verrat betreiben. Also hier, es gibt viele Bücher und Biografien, wo auch darauf Bezug genommen wird. Also was ich hier interessant finde, Karl Retzlaff, auch so einer, der ist in den 70ern gestorben, aber auch so ein Zeitzeuge, junger Arbeiter, hat hier seine Biografie geschrieben. Der sagt, die Führer der SPD haben immerfort den unabhängigen Sozialdemokraten und später den Kommunisten vorgeworfen, die Arbeiterschaft gespalten und damit geschwächt zu haben. Also damit ging ja die SPD bis heute immer hausieren, dass sagen wir brauchen Einheit und keine Spaltung. Retzlaff sagt, diese Vorwürfe sind ohne Sinn, da die Organisation der SPD einschließlich der Nebenorganisation nicht mehr politische Kampfinstrumente der Arbeiterklasse waren. Zitat: Die Form hat keinen Wert, wenn sie nicht die Form des Inhalts ist, hatte Marx Jahrzehnte vorher geschrieben. Die Forderungen der Zeit verlangten nach einer neuen politischen Arbeiterorganisation. Die Ausgeschlossenen mussten sich neu organisieren, wenn sie politisch aktiv bleiben wollten. Und dann sagt der historische Vergleich, wenn man die Wurzeln der SPD betrachtet, die SPD selbst ist aus einer vergleichbaren Situation entstanden. Die Arbeiterbewegung hat sich in den 60er Jahren des vorigen, jetzt müsste man sagen vorletzten Jahrhunderts, aus den bürgerlichen, demokratisch fortschrittlichen Vereinigungen herausgelöst, um die Interessen selbst zu vertreten. Das Selbstständigwerden der Arbeiterschaft wurde damals vom Bürgertum als, Zitat, Schwächung des demokratischen Gedankens verdammt. Der Wille zur Selbstständigkeit war aus der Erkenntnis und auch aus der Erfahrung gewonnen, dass die demokratisch fortschrittlichen Vereinigungen nicht so weit an den sozialen Verhältnissen, den Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse interessiert waren, um gemeinsam mit den Arbeitern diese Verhältnisse zu ändern. Also ein interessanter Vergleich. Also wenn immer wieder die Frage kommt mit Spaltung. So, dann vielleicht nochmal kurz, ja, bald Schluss. Es gibt viele Biografien, die auch sagen, die russische Revolution hat enorm begeistert. Also das war dann der Hoffnungsschimmer.
das Elend des Krieges, die Ausweglosigkeit und plötzlich dann im Osten geht ein Stern auf, fast wörtlich die Hoffnung, es ändert es letztlich ein roter Stern aus dem Osten, es lässt sich doch was ändern. Da kommen wir auch noch drauf, wenn wir über russische Revolution reden. Aber ein Problem ist natürlich, also dieser Hugo Haase ist sowas wie Oskar Lafontaine, der war Vorsitzender von zwei verschiedenen Parteien, also nämlich erst Vorsitzender der SPD und dann später Vorsitzender der USPD. Hugo Haase wurde auch ermordet, also von einem rechten Attentäter im Herbst 1919, also einer von vielen einfach Opfer des rechten Terrors. Aber war ein klassischer Zentrist. Und vielleicht noch mal kurz zur weiteren Entwicklung der USPD. Also wie gesagt, die hat innerhalb kurzer Zeit 120.000 Mitglieder und Hunderttausende dann gewonnen bis 1918. Und bei der Gründung in Gotha vor 100 Jahren hat sich keiner träumen lassen, dass die anderthalb Jahre später in einer Revolution stehen würden, wo sie praktisch von der Bewegung in eine provisorische Regierung reingespült würden. Nämlich, es war die Revolution im Oktober, November 1918 in Deutschland. Und dann war plötzlich von den breiten Massen, die im Krieg waren und die ganzen Sachen auch nicht so mitgekriegt haben, die Kriegsheimkehrer, war plötzlich die Stimmung da Einheit, Einheit, Einheit. Und das drückte sich aus in der Bildung einer provisorischen Regierung in Deutschland, die nannte sich Rat der Volksbeauftragten. Da waren drei SPD-Vertreter drin und drei USPD-Vertreter, darunter auch dieser Hugo Haase. Und das Tragische war, die SPD-Vertreter, die haben ganz genau gewusst, was sie machten, nämlich die Revolution erwürgen und hinter dem Rücken der USPD-Vertreter sich mit Generälen der alten Reichswehr verbünden, um praktisch Freikorps-Truppen zu organisieren zur Niederschlagung der Arbeiterräte. Und die USPD hat sich da halt über den Tisch ziehen lassen. Das ist die Tragödie. Die USPD-Führung ist dann nach ein paar Wochen rausgegangen, aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Durch die Erfahrung mit der Niederschlagung der Revolution ist dann die USPD so stark angewachsen, dass sie 1920 bei den Reichstagswahlen fast so stark war wie die SPD, glaube ich, 4 zu 5 Millionen Stimmen, können nochmal genau die Zahlen nachlesen. Die USPD wirklich eine Massenbasis in diesen Industriezentren. Aber eine zentristische Partei, die auch nicht wusste, was sie mit dieser Macht, die hinter ihr war, anfangen konnte. Und die Entscheidung, also wie es weitergeht, die wurde dann Ende 1920 gefällt. Also es war damals wegen der Popularität der russischen Revolution war ein starkes Bestreben von nach links gehenden Arbeitern, sich der kommunistischen Internationale anzuschließen. Jetzt war die KPD in Deutschland aber aus selbst verschuldeten Fehlern heraus und unerfahren heraus noch eine kleine Splittergruppe bis Ende 1920. Ist ein Thema für sich. Aber die Mehrheit der USPD hat auf dem Parteitag im Oktober 1920 die Mehrheit der Delegierten hat gestimmt für den Anschluss der Partei an die Kommunistische Internationale. Den sind aber nicht alle Mitglieder gefolgt. Wenn man immer so Parteiengeschichten sieht, sieht man immer wieder jede Spaltung und so jeder Kurswechsel führt auch dazu, dass Leute einfach dann in die Passivität versinken. Aber immerhin sind 300.000 Mitglieder, linke Mitglieder der USPD, in die Kommunistische Internationale gegangen und haben sich mit der damals kleinen KPD verschmolzen. Und das heißt, das war dann praktisch der Höhepunkt der USPD. Die Rest-USPD blieb noch ein paar Jahre bestehen, aber die ging dann irgendwann zurück in die SPD. Das war der kleine Bruder von Karl Liebknecht, der Theodor Liebknecht, war in dieser Rest-USPD. Aber es war dann kein Sinn, es waren dann klare Verhältnisse. Man hatte eine reformistische SPD, immer noch mit einer Arbeitermassenbasis und eine revolutionäre KPD.
Und zwar für irgendwie so ein Zwischending, wie ich sagte, Zentrismus. Das ist der Beleg dafür, dass Zentrismus auf Dauer keine unabhängige Massenexistenz führen kann. Und deswegen halt quasi nach ein paar Jahren wieder Verschmelzung der Rest-USPD mit der KPD, mit der SPD. Weimarer SPD hat zwar eine verräterische Führung gehabt, aber war im Vergleich zur heutigen SPD zumindest so ideologisch und vom Anspruch der Mitglieder meilenweit als so linker als die heutige SPD. Will es nicht in Schutz nehmen, aber da waren viele wirklich überzeugte Proletarier, die man eigentlich für die Revolution gewinnen musste, wenn man eine erfolgreiche Revolution machen wollte. Jedenfalls, das war jetzt so ein kurzer Abriss der Geschichte der USPD. Denke ich, das ist sehr lehrreich, weil es heute in der Geschichte auch viele davon träumen. Also für viele ist die USPD praktisch das Mekka oder das höchste aller Gefühle. Und man muss sie eben verstehen mit ihren Stärken und Schwächen und halt auch, weshalb sie dann so unter damaligen Umständen, weil halt der Pol da war, russische Revolution so unabhängig nicht weiter existiert hätte. Wenn die russische Revolution nicht siegreich gewesen wäre, hätte es vielleicht noch eine andere Existenz gefunden. Aber wie gesagt, Reformismus und Revolution sind die zwei Pole und irgend früher oder später muss jeder irgendwie sich dafür entscheiden. Mhm. Aber trotzdem sehr interessant. Nächstes Jahr auch der 100-jährige Jahrestag der Novemberrevolution. Wir müssen uns mit den ganzen Fragen wieder befassen. Mhm. Gut. Habt ihr Fragen? Oder? Wir haben jetzt 40 Minuten. Oder sonstige Anmerkungen dazu?